Sind eure Eltern nicht zu Hause? Das heißt, es ist Zeit für eine verrückte Party. Wow, schaut euch all diese Gäste an. Ich frag mich, wer ist. Eine Party ist immer wieder etwas Besonderes. Aber nicht jeder denkt so. Jemand denkt, dass wir in einer Bibliothek sind. Sie findet wohl ihr Buch viel interessanter als eine coole Party. Hey, was soll das? Komm schon, lass uns tanzen. Nein? Dann bleib in deiner Nerdzone. Hey, na, wie geht's? Oh, warum bist du so angezogen? Ganz einfach, sie wollte zu einer Kostümparty. Und das hier ist anscheinend die falsche Party. Es ist trotzdem irgendwie lustig. Daran wird sich jeder noch eine Weile erinnern. Menschen, die gesundes Essen lieben, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Chips und Snacks sind so eklig. Sowas esse ich nicht. Du kommst mit deinem eigenen Essen zur Party? Warum nicht? Hähnchenbrust, gekochtes Gemüse. Jeder kann auch essen, was er will. Aber er wird das wohl nicht lange durchhalten. War ja klar, dass das passiert. Das passiert nämlich, wenn man einen Monat keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und hier ist ein weiterer typischer Typ. Die Schlafmütze. Ein weiches Sofa ist alles, was diese Person braucht. Und selbst wenn die Welt untergehen würde, nichts wird ihre süßen Träume stören. Wollen wir diesem Dornröschen einen Streich spielen? Erste Regel. Wenn ihr die Person seid, die eingeschlafen ist, dürft ihr nicht ausrasten. Loser! Ein Selfie mit einem schlafenden Mädchen. Tschüss! Ob sie überall so schläft? Also gut, wen haben wir hier? Ein fremder Gast? Kennst du sie? Nee. Ich habe sie heute das erste Mal gesehen. Und sie scheint alles andere als schüchtern zu sein. Sie fühlt sich wie zu Hause und bedient sich. Hey, unser Essen! Nichts kann sie aufhalten. Und dieser Gast kommt immer zu spät. Wow, ich habe es erst geschafft, wenn der ganze Spaß vorbei ist. Ja, das ist typisch. Die Party ist vorbei. Du hättest nicht so spät kommen sollen. Diese Jungs findet man auf jeder Party. Sie denken, sie seien total lustig. Eine Zwiebelringbrille? Oh, hey, das ist so lustig. Sie machen immer viel Lärm und hinterlassen viel Dreck. Warum hast du diese Schüssel Popcorn umgeworfen? Du benimmst dich wie ein Kind. Hier ist ein weiterer Typ, der Macho. Mädchen zu belästigen, ist sein Hauptziel. Er spricht mit jedem Mädchen. Hey, wie geht's? Oh Mann, mach mal halblang. Er denkt, dass er unwiderstehlich ist. Aber warum will niemand mit ihm reden? Schaut euch dieses Mädchen an. Sie mischt sich überall ein und ist ziemlich selbstbewusst. Worüber redet ihr, Mädels? Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ein Selfie auf der Party? Ich will auch auf dem Bild sein. Sie setzt sich mit einer Schüssel voller Snacks auf die Couch. Aber alle rennen vor ihr weg, als wäre sie ansteckend. Und dieser Typ sitzt nie alleine rum. Was für ein cooler Junge. Mädchen klammern sich an ihn wie Kletten. Sie sind alle verrückt nach ihm. Er sieht aber nicht so glücklich aus. Der Typ sieht irgendwie ein bisschen müde aus. Kein Wunder, wenn er nie seine Ruhe hat. Hier ist ein weiterer Partytyp, der Schläger. Es ist einfach, einen Streit zu beginnen. Lass uns das vor der Tür klären. Niemand kann sie davon abhalten. Sie legt sich mit jenen an.
Ja, das ist ein einfacher Weg, um eine Party zu ruinieren. Die Party läuft super, aber hier kommt er, ein Spielbegeisterter. Wollt ihr Karten spielen? Oh, warum kann er nicht woanders hingehen? Nein, er versucht, andere Gäste zu belästigen. Ihr mögt Mafia nicht? Ihr wisst einfach nicht, wie man es spielt. Oh nein, wir spielen jetzt garantiert nicht mit dir. Zumindest ist Jenga immer auf seiner Seite. Ups, ja, das ist ihr zweiter Vorname. Es gibt Leute, die immer total tollpatschig sind. Hurricane, Tornado, Miss Clumsy. Wo sie ist, herrscht das reinste Chaos. Und manchmal geht sie auch auf Partys. Und dann müssen alle ziemlich aufpassen. Die Tanzfläche ist jetzt ziemlich gefährlich. Achtung! Partys und Karaoke sind eine großartige Kombination. Aber lautes Singen kann auch ganz schön aggressiv machen. Und diese Mädchen denken eindeutig, dass sie Popstars sind. Oder zumindest, dass sie den X-Faktor haben. Haltet einfach eure Ohren zu. Es ist bald vorbei. Auf einer Party gibt es immer jemanden, der nur am Essen ist. Zum Beispiel ist dieses Mädchen Chips wie ein Staubsauger. Crunch, crunch. Oh, dieses Geräusch. Ich kann das nicht mehr ertragen. Wie kannst du so viel essen? Sie scheint nur ans Essen zu denken. Oh je. Auf Partys herrscht immer das reinste Chaos. Und hier gibt es natürlich einen besonderen Gast. Sie ist besessen von Ordnung. Wer ist sie? Offensichtlich die Gastgeberin. Schaut sie euch an. Sie versucht überall, alles zu putzen und wegzuräumen. Das kann auch auf einer Party nach hinten losgehen. Vielleicht sollte sie warten, bis alle gegangen sind. Auf jeder Tanzfläche findet man jemanden, der sehr komisch tanzt. Diese Bewegungen und Flexibilität kann man einfach nicht ignorieren. Es ist eine kostenlose Show für alle. Weniger lustig ist es, wenn ein Erpresser auf der Party ist. Und er ist nicht nur ein Paparazzi. Er verdient Geld mit den anderen Gästen. Er fotografiert sie in den schlimmsten Situationen. Und dann will er Geld haben, damit er keine Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht. Das hat sich gelohnt. Tolles Bild. Das ist nicht sehr nett. Aber die Menschen bezahlen ihn lieber, sonst wird's super peinlich. Manchmal sind es nicht Gäste, die eine Party ruinieren, sondern der Ort. Oh oh, der Gastgeber hat wohl zu viele Leute eingeladen. Und daher ist es hier super eng. Je mehr Freunde man hat, desto besser. Aber irgendwann hört der Spaß auch auf. Moderne Technologie hat alles verändert. Wirklich alles. Sie ist immer live auf Sendung. Ein Vlogger zu sein bedeutet, dass man die ganze Zeit live sein muss. Meine Follower müssen wissen, wo ich mich aufhalte. Tja, solche Typen gibt es halt auch. Hey, wird deine Hand nicht langsam müde? Es gibt Schönheiten und Nerds auf Partys. Und manchmal machen sich die Leute über sie lustig. Aber das ist doch egal, solange man Spaß hat. Ich meine, das ist die wichtigste Voraussetzung für eine tolle Party. Und wer ist diese Schönheit hier? Oh, na klar, das ist die Partykönigin, die Göttin der Tanzfläche. Sie glänzt buchstäblich. Jeder Winkel könnte auf einem Magazincover sein. Wow, seht sie euch an. Oh, ich glaube, die Schlafmütze ist wach. Wo seid ihr? Oh Mann, ich habe mal wieder die Party verpennt. Wie fandet ihr unsere unterschiedlichen Partytypen? Kennt ihr noch einen anderen Partytyp, den wir vergessen haben? Schreibt es uns, wir sind gespannt auf eure Kommentare.
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.